erstmal von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Grüne und ich darf heute was dazu erzählen, warum Aquaponik-Anlagen scheitern oder warum Aquaponik-Projekte auch nicht realisiert werden. Vorab die Warnung, ich habe die Angewohnheit, gerade wenn ich aufgeregt bin, sehr schnell und undeutlich zu sprechen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, klären wir es gerne am Ende der Präsentation. Gut, hier kann man schon das erste Bild sehen. Das ist auch von einer Aquaponik-Farm aus den Niederlanden. Und so sehen Tomatenpflanzen aus, wenn sie mal für eine Stunde lang nicht bewässert werden. Die Anlage gibt es leider auch nicht mehr. Aber gut, kommen wir kurz zum Inhalt. Kurz eine Vorstellung zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Dann nenne ich drei Gründe, die ich in den letzten Jahrzehnten festgestellt habe, warum die Aquaponik-Anlagen und Projekte nicht mehr fortgesetzt werden, warum die Anlagen scheitern. Aber auch ein positiver Ausblick, wo ich sehe, dass sich Aquaponik-Anlagen lohnen können. Und am Ende könnt ihr mir gerne noch ganz viele Fragen stellen. Gut, kurze Vorstellung zu mir. Es wird viel geklickt, leider Gottes, weil ich doch einige Bilder habe. Ich bin schon mein Leben lang am Gärtner und am Angeln. Ich habe tatsächlich mit 6 Jahren meine erste Forelle gefangen in den Niederlanden. Mit Oma gegärtnert. Habe dann erstmal nach der Realschule eine Ausbildung gemacht zum biologisch-technischen Assistenten. Also eigentlich jemand, der im Labor arbeitet. Habe dann während der Ausbildung aber dann die Thematik der Aquaponik kennengelernt. Und ist mir wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich war so fasziniert von dem Thema, dass ich wochenlang auch nicht richtig schlafen konnte, weil ich mir einfach immer weiter irgendwelche Systeme zusammengesteckt habe. Sodass ich dann auch relativ zeitnah, direkt, das Bild ist von 2011, meine eigene Aquaponikanlage zu Hause gebaut habe. Und verschiedenste Anlagen gebaut habe. Auch an Schulen teilweise installiert habe. Das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo man ein paar Tomaten bei mir im Garten sehen kann. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich mich in die Richtung jetzt ganz gut ausbilden? Habe mich dann dafür entschieden, erstmal hier in Bonn an der Uni Agrarwissenschaften zu studieren. Habe mich dort auf den Schwerpunkt der Pflanzenproduktion spezialisiert und habe dann auch meine Bachelorarbeit zum Thema Pflanzenernährung geschrieben. Dort hatte ich dann von verschiedensten Fischzuchtanlagen Wasserproben entnommen und auf deren Nährstoffgehalt analysiert. Ich wollte auch herausfinden, was für Nährstoffe bekommen wir eigentlich von den Fischen? Oder was fehlt vielleicht auch? Und hier ist mal ein Bild davon zu sehen, wie ein Teil meines Bachelor-Experiments das aussah. Habe dann nach meinem Bachelor an der Uni Wageningen angefangen, dort meinen Master gemacht in Aquakultur, mehr in den Fachbereich Anlagentechnik, Engineering. Hier ist mal ein Bild von meinem Master-Experiment zu sehen. Da hatte ich dann geforscht, wie man quasi die Feststoffe der Fische noch weiter mineralisieren und aufbrechen kann mit verschiedenen Reaktorenkonzepten. Generell während meiner Ausbildung habe ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. So habe ich zum Beispiel auch hier am Wochenende Fisch verkauft bei Fischmeier. Das war auch sehr, sehr wichtig, weil ich halt dann wirklich den direkten Kontakt zum Kunden hatte und zu sehen, okay, was möchte der Kunde für einen Fisch kaufen? Worauf legt er Wert? Weil neben dessen habe ich auch jede Menge Sachen noch weitergemacht, weitere Praktika gemacht. Ich habe mich also die ganze Wertschöpfungskette einmal durchgearbeitet, quasi von der Reproduktion von Fischen über die Mast bis zum Point of Sale. Eigentlich einmal alles gemacht. Und war auch weltweit unterwegs. Das ist zum Beispiel jetzt ein Bild aus Kalifornien von Viridis Aquaponics aus Mainz 2014. Damals nach deren eigenen Aussage die weltweit größte Aquaponik-Farm. Gibt es heute aber auch nicht mehr. Gut, dann habe ich schon während des Studiums meine eigene Firma gegründet, die jetzt mittlerweile die Grüne Innovation GmbH heißt. Und wir machen Gewächshausbau, Beratung, Bildung, Gewächshausausstattung, Abriss, Modernisierung. Also alles, was im technischen Bereich, im Gartenbau eigentlich soweit stattfindet. Nebenbei betreiben wir auch noch eine Urban Farm für die Stadt Oberhausen, den sogenannten Altmarktgarten. Dort produzieren wir Salate. Das Bild, was man jetzt hier sehen kann, ist quasi von meinen Salaten in Oberhausen. Dort machen wir aber auch noch Erdbeeren und verschiedenste Topfkräuter. Gut, kommen wir jetzt zum Eingemachten. Ne? Deswegen Aquaponikanlagen meistens oder leider ab und zu mal scheitern. Gut, Gründe dafür sind hohe Kosten. Das wurde auch schon mehrfach heute thematisiert. Und wenn man mit Anlagenbauern der Aquakultur spricht, hört man meistens so eine Größe, damit die Anlagen wirklich profitabel sind, sollte man irgendwo zwischen 20 und 30 Tonnen pro Jahr AMK, also ausgenommen mit Kopf, produzieren. Und so eine kleine Anlage könnte zum Beispiel so aussehen. Das ist zum Beispiel eine Anlage für Welse. Die produzieren ca. 40 Tonnen. Und die Anlagentechnik würde dann um die 300.000 bis 500.000 Euro kosten. Je nachdem, welche Spezies, welche Anlagentechnik und so weiter. Das ist immer so, deswegen dieser Preisrahmen. Das ist nur mal so eine grobe Hausnummer, was kosten könnte. Dazu kommt dann aber noch die Hülle des Gebäudes. Zum Beispiel hier haben wir jetzt eine isolierte Halle rumherum. Okay, den Pointer kann man nicht ganz so gut sehen. Die noch hinzukommen. Also so eine 500.000 Euro kann man schon mal für eine Kreislaufanlage in der Größenordnung kalkulieren. Gut, gleiches gilt für das Gewächshaus.
Ja, wenn man jetzt, also ich gehe davon aus, wir bauen alles neu, also wir bauen auf der grünen Wiese ein neues Gewächshaus, da kann man mal circa mit Kosten von 300 Euro den Quadratmeter rechnen. Da ist auch schon ein bisschen technische Ausstattung mit dabei, und dann gehen die Fenster schon automatisch auf und zu. Hinzu kommen dann aber auch noch Kosten für Heizung, gegebenenfalls Kunstlicht, etc. Ne? Und Kultursysteme natürlich auch. Ja, und dann ist man halt schon sehr schnell im unteren einstelligen Millionenbereich für so eine Anlage, die ca. 20 bis 30 Tonnen Fisch produziert pro Jahr und mit einem halben Hektar Gewächshaus operiert. Ja. Gut, was man auch nicht unterschätzen sollte, was auch schon Anklang gefunden hat in den vorherigen Präsentationen, ist die Betriebskosten für die ersten 2 bis 3 Jahre. Weil je nach Fischspezies, die man kultiviert, dauert es auch mal eine gewisse Zeit, bis der Fisch vom Setzling erntereif ist. Und das kann auch schon mal ein Jahr lang dauern. Okay, bei der afrikanischen Wels, die heute auch schon oft genannt worden ist, geht es vielleicht auch schon in 3 bis 4 Monaten, je nach gewünschter Schlachtgröße und Verarbeitung. Ja, gut, man kann solche Projekte aber auch sich fördern lassen. Das wurde heute auch schon erwähnt vom EMFF, das ist der European Maritime Fishery Fund. Damit kann man sich zumindest mal den Aquakultur fördern lassen. Und je nach Bundesland ist es dann so, dass 40 bis 50% zusammen mit dem Bundesland und der EU gefördert werden. Das nur kurz dazu. Soll aber auch sehr bürokratisch sein. Und man muss sich erst fördern lassen und dann bauen. Man kann nicht anfangen schon zu bauen und währenddessen fördern lassen. Das geht leider nicht. Und das zögert den Prozess von solchen Projekten auch meistens in die Länge, und Zeit ist Geld. Und ja, deswegen kann das auch ein Problem sein. Gut, das war Grund Nummer 1, hohe Kosten. Grund Nummer 2 ist, Gründe für das Scheitern ist Fachkräftemangel. Ja, das Ding ist, man braucht halt Experten für Fisch und Pflanze. Und meistens findet man dann einen Fischwirt, der irgendwie perfekt mit Forellenteichen auskennt oder mit der Teichwirtschaft auskennt. Oder man hat den Gärtner, der perfekt sich im Gewächshaus auskennt. Aber den Fachmann, der quasi dynamisch Wissen von Pflanze als auch Fisch verbinden kann und auch über die eigenen Tellerrand, die eigenen Professionen hinausschauen kann. Von wegen, okay, ich kann mein Gewächshaus hier mit dem Fisch verbinden oder ich könnte meine Aquakultur da mit dem Fisch verbinden, ist schwierigst zu finden, bis gar nicht zu finden. Und dass Pflanzen wirklich so schön aussehen, wie sie jetzt hier in dem Bild auch schon die Gurken, ist gar nicht mal so leicht. Man braucht halt wirklich viel Know-how, um so eine Anlage auch wirklich nachhaltig zu betreiben. Über Schädlinge, über verschiedenste Krankheiten der Fische, Dünger, Wasserchemie, was da alles halt zugehört. Und die beste Technik hilft nicht, wenn der Betreiber nicht damit umgehen kann. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Fahranfänger auf dem Nürburgring, der einen Porsche hat. Ich meine, der wird vielleicht gerade so eine Runde schaffen, aber auch wenn das ein tolles Gerät ist, die Bestzeit wird er nicht fahren. Und gleich ist es auch, ich kann euch da eine Hightech-Anlage hinsetzen für das Gewächshaus und für die Fischzucht. Wenn der Betreiber aber nicht fähig ist, die Anlage zu bedienen, dann hilft es alles nicht, leider Gottes. Also es ist schon auch einiges an Know-how nötig auf beiden Seiten. Gut, das war Grund Nummer 2, fehlende Fachkräfte. Grund Nummer 3, und das ist, glaube ich, der Grund meiner Meinung nach, warum die meisten Betriebe doch irgendwann die Puste ausgeht. Die kriegen die Produkte nicht vertrieben für einen anständigen Preis. Und das hängt auch natürlich mit dem Marketing zusammen. Man muss also gucken, dass man schon zum Beispiel auch gerade den Fisch wirklich für einen guten Preis am besten an den Direktkonsumenten verkaufen kann. Nur hier ein Beispiel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal, das sollen Tilapia-Filet sein, hier vorne rechts in der Kühltheke. Aber wenn man mit dem Fisch, so wie er da liegt, quasi ausgenommen mit Kopf entschuppt, sollten wir schon so 10, 15 Euro für das Kilo nehmen, halt, damit wir da was dran verdienen können. Nehmen wir mal davon aus, dass der Kunde eigentlich nur Filet essen möchte. So, und dann einfachheitshalber gehen wir auch weiter davon aus, dass von so einem Fisch 50% sind Filet. Ist meistens ein bisschen weniger, immer abhängig von der Spezies. Das heißt, wir haben Filetkosten von um die 30 Euro das Kilo. Wenn man mal für 30 Euro in die Theke schaut beim Fischhändler, findet man sehr viele Alternativen aus Salzwasser und Wildfang. Und wenn man dann mit so einem Aquakulturfisch aus Süßwasser ankommt, ist es schwierig, ihn anzukommen. Deswegen ist halt aus Marketing wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Story erzählt, damit die Kunden wirklich abgeholt werden und auch von dem Produkt begeistert und überzeugt werden. Ja, das ist aber halt schwierig und dauert halt auch Zeit. Ne, weil, deswegen meine ich auch, die ersten Betriebskosten für die ersten 2 bis 3 Jahre sollten mit eingeplant werden. Weil erstens muss man viele Kinderkrankheiten in der Anlage beheben und zweitens muss man auch mal seinen Fuß und seine Tür in den Markt finden. Ne. Ich betreibe ja auch eine eigene Farm quasi in Oberhausen, und wenn ich zu Gastronomen, zu Caterern gehe, zu Restaurants, die sagen immer, ja, wir haben halt schon unsere Lieferanten seit zig Jahren und die wollen wir auch nicht hängen lassen. Und übrigens, deine Produkte sind ziemlich teuer. Also da ist es halt immer schwierig, dann die Produkte loszuwerden. Aber jetzt zum Positiven, natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Wo lohnt sich denn die Aquaponik? Also ich denke schon, dass sich auch kleinere und Kleinstanlagen gerade so bei Hofläden und Direktvermarktung doch lohnen können. Dass man quasi das als Nebenerwerb macht zu seinem bestehenden Betrieb. Eine kleine Aquaponik-Anlage, wo man auch noch eine super Story mit erzählen kann, was vielleicht auch ein Stück weit ein Publikumsmagnet wird.
und die Leute halt wirklich zu sich zu holen und die Produkte direkt ohne Zwischenhändler zu verkaufen. Na, in dem Zusammenhang sind auch, finde ich persönlich, so solidarische Landwirtschaftskonzepte oder CSA, also Community Supported Agriculture, sehr interessant, dass man quasi eine Art Verein hat, die quasi Produkte schon abnehmen oder sicher abnehmen, bevor man überhaupt irgendwas produziert hat. Dass man diese Produkte schon quasi vertrieben hat, bevor sie überhaupt gewachsen sind. Na, das ist also auch ganz hilfreich, könnte ich mir vorstellen, zumal da auch, dann auch der ökonomische Druck ein bisschen rausgenommen werden kann. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, man schließt schon die Aquaponikanlage an bestehende Produktion an. Also man hat vielleicht schon einen Landwirt oder einen Betreiber, der 1, 2, 3 Hektar Tomatengewächshäuser hat und man baut daneben einfach eine kleine Aquakultur. Und zack, es ist ein Aquaponik-Gewächshaus. Die Tomaten können vielleicht für 10, 50 Cent mehr als Kilo verkauft werden und man hat noch Aquaponik dabei. Man kann auch eine tolle Story erzählen. Ich glaube, das wird schon, könnte schon Sinn machen, interessant sein. Weil da hat man schon einen Betriebszweig, der wirklich läuft, wo Know-how da ist, wo Personal da ist, wo die Logistik schon steht und, wo halt schon wirklich Geld reinkommt, dass man mit der Fischzucht eigentlich einen einfacheren Start hat. Ja. Und natürlich Aquaponik zu Hause. Ja, man kann, das ist jetzt nicht so der kommerzielle Hintergrund. Man kann natürlich auch Aquaponik zu Hause machen und das ist auch so mein Steckenpferd ein bisschen, dass ich probiere, Leute über Aquaponik aufzuklären, Wissen zu verbreiten. Dafür habe ich auch einen kleinen YouTube-Kanal gemacht. Da kann man noch weitere Informationen zu mir finden. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, nur her damit.